Let's get ready to smoothie. Und zwar, die Woche beginnt mit einem ganz speziellen Spezialsmoothie. Und zwar sind hier nur Dinge drin, die ihr alle schon kennt. Und zwar, hier ist gefrorener Grünkohl, gefrorene Beerenmischung, gefrorene exotische Mischung, dann etwas Erbsenprotein, etwas Lysin, etwas Weizengras, Gerstengras und Moringa-Baum, etwas frischen Mangold, frischer Apfel, frische Banane, diese Granatapfelkerne, grünen Salat, etwas Ginseng und etwas Nebenpulver. Und so startet die Woche wieder nahezu perfekt. Zum Mittag gibt es wieder einen optischen Leckerbissen. Und zwar ist das ein Kartoffel-, Brokkoli-, Möhren- und Erbsen-Teller. Mit Steak-Gewürz, mit etwas Sojasauce und getrocknetes Gemüse, allerdings und nicht gesalzen. Also hier ist überhaupt kein Salz dran, nur ein bisschen Sojasauce und halt Kartoffeln und Gemüse. Oh, ich habe so einen Bärenhunger. War gut, oder? Zum Abend gibt es noch ein paar Erdbeeren und ein paar Johannisbeeren. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ach nee, ich habe ja gar keine Sorgen. Ich trinke einen Smoothie. Ja, so viel zum morgendlichen Humor. Heute in meinem Smoothie sind drin rote Beete, erstmalig eine Grapefruit. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch nicht reingetan habe, aber heute das erste Mal in meinem Leben eine Grapefruit. Also rote Beete, Grapefruit, Bananen, Grünkohl, Spinat, dann Grünkohl und Spinat jeweils gefroren, genau wie Himbeeren gefroren, eine exotische Früchtemischung und an Pulvern habe ich drin Moringa, Weizengras und Gerstengras, dazu etwas die Aminosäure Lysin und frischen Ingwer, frischen Kurkuma und Ginseng. Das dürfte es gewesen sein. So, jetzt gibt es einen Reis mit chinesischen Gemüsebaumgewürz aus dem Garten, was ich getrocknet habe. Dazu gebackene Zucchini und solche Sojasteaks, schön knusprig gebraten. Die sind allerdings komplett ohne alles, einfach nur eingeweicht, dann knusprig gemacht. Und dazu hier eine Marinade, die ich kalt sozusagen hier dazu esse, aus Ketchup, Sojajoghurt, Tzatziki-Gewürz, aus alkoholisierten Soja und aus Bums, was ich vergessen habe. Irgendwas noch. Naja, egal. So, gestern Abend gab es da noch so ein bisschen Bananenfruchtleder quasi. Und ja, ansonsten gab es dann abends eigentlich gar nichts mehr. Und heute Morgen wandeln wir zu einem Abends gab es da noch dieses Fruchtleder, zumindest die halbe Schüssel hier davon. Und das war nicht viel, aber einfach so als kleines Betthupfer. Ich war relativ satt gestern Abend. Ja, und das war dann auch schon beim Morgen. Und zwar ist das hier ein Smoothie. Die Grapefruit im Smoothie hat nicht so gut geschmeckt. Also da werde ich wahrscheinlich auch von ablassen. Und weil ich liebe Grapefruit so zu essen, aber im Smoothie ist es einfach zu sauer. Genauso wie die Zitrone sich nie bei mir durchgesetzt hat. So, ansonsten halt grüner Salat, rote Beete Blätter aus dem Garten, etwas Mangold aus dem Garten, frische Banane, frischer Apfel, dann gefrorene Grünkohl, gefrorene Himbeeren und gefrorene exotische Mischung, Moringa, Weizengras und Gerstengras, heute wieder mit Ginseng und Nebenpulver anstatt frischer Kurkuma, frischer Ingwer, dazu noch etwas von Magnesiumpulver und auch etwas noch vom Kreatin, womit ich jetzt wieder anfange, das in meinen Smoothie mit reinzutun. Jo, das ist es gewesen. So, und jetzt gibt's die Taschen der Glückseligkeit. Diese Taschen der Glückseligkeit sind natürlich auch in meiner Rezeptsektion zu finden. Letztlich sind es aber nur... wie gesagt, in meiner Rezeptsektion. Zum Abend gab es 500 Gramm Stachelbeeren und jetzt noch der Rest einer Pappelmuse. So, das Kelbpulver ist heute angekommen und deswegen habe ich heute das Kelbpulver mit reingemacht. Das heißt, jetzt habe ich meine Jodquelle in dem heutigen Smoothie sind drin. Und dazu habe ich noch Brahmi-Pulver, das ist diese Gedächtnispflanze, und Maca-Pulver reingemacht. Das ist so eine Wurzel aus den Anden. Soll ganz gut schmecken. Auf jeden Fall, also heute ist drin Maca-Pulver, Kelbpulver, Brahmi-Pulver,
Moringa-Pulver, Gerstengraspulver, Weizengraspulver, frischer Ginseng, frischer Kurkuma, ungeschälte Hanfsamen, Chlorella-Algen, Lysin und Kreatin. Dazu Grünkohl, 300 Gramm gefroren, Himbeeren und eine exotische Früchtemischung, auch gefroren, frische Bananen, Orangen, Apfel, rote Beete. Das war's schon. Das war's schon, ja, genau. So, mein Mittagbrot sind Süßkartoffeln ohne Dip, ohne alles, einfach nur geschnitten, schmecken extrem lecker. Und als Nachspeise, die bei mir immer als Vorspeise serviert wird, ist das ein totgesüßter Sojajoghurt mit Cashewnüssen und solchen bitterer Schokostreuseln da. Also Stracciatella mit Cashew quasi. So, ich habe heute ziemlich viel körperlich gearbeitet und da brauche ich abends richtig viel Power wieder. Und das ist natürlich ungesunde Powerarbeit draufgeschissen. Und zwar ist das 1 Kilo Sojajoghurt mit umgerechnet 100 Zuckerwürfeln. Allerdings habe ich das in kalorienfreien Stevia reingemacht, also 100 Tropfen Stevia. Dazu noch richtigen Zucker mit diesen, Schokostreuseln hier. Und das wird jetzt so die richtige Kanone zum Abend. Ja, Gesundheit, fuck you! So, im Rahmen meines kleinen Experiments, was ich durchführe, siehe auch dazu mein Tagebuch, werde ich jetzt sozusagen die 25 Gramm Reis essen, bevor ich den Smoothie trinke. Der Morgen hat gar kein Recht, anders zu beginnen als mit einem Smoothie, mal von dieser kleinen Reisexperimentalgeschichte abgesehen. Heute in meinem Smoothie sind drin zum einen die neuen Kelpalgen, die Chlorella-Algen, dann Moringa-Weizengras und Gerstengras, frischer Ingwer, frischer Kurkuma. Dazu, muss ich gerade mal gucken, Brahmi, die Gedächtnispflanze. Dann aus dem Garten frisches Möhrenkraut, frischer Apfel, frische Johannisbeeren, gefrorene Himbeeren, gefrorener Grünkohl, frische Banane, frische rote Beete, frischer Mangold. Dazu, ach komm, das Wochenende kommt, irgendwas ist noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Zum Mittag gibt's aus dem Garten Kartoffeln mit einem Blumenkohl, mit dem Rest von dem Dosenmais, den ich noch übrig hatte, und einer frischen Zwiebel aus dem Garten. Und ja, und das einfach im Instant Pot 10 Minuten alles weich werden lassen, zusammengerührt, ein bisschen Sojasauce dran und ja, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Estragon habe ich dran gemacht, Kräuter der Provence, und ja, und so wird das dann halt ein schönes, leckeres Gericht. Augentechnisch, also optisch, ist natürlich verbesserungswürdig, aber naja, darum geht's ja nicht. Und wer immer noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet, und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.